Ciao Leute von André Unger. Trefferquote, das ist ein Thema, was gerade auf meinem Tisch liegt. Und es ging um ein Video über Training Urlaub, Urlaubstage. Und ich habe also ein E-Mail bekommen von einem Zuschauer, der sagte, ja, das System zeigt gute Gewinne. Das System hat in den Urlaubstagen fast 150.000 Euro auf den DAX verdient in den Jahren. Aber sagte, wie kann das System gut sein? Das hat doch nur eine Trefferquote von ungefähr 51%. Ist das genug? Reicht das? Also, hier ist meine Antwort zum Thema. Und wenn Sie meine Antwort hören wollen, abonnieren Sie meinen Kanal, sonst kriegen Sie nicht sofort die Meldung, dass etwas Neues los ist hier. In jedem Fall, Trefferquote, es bedeutet nicht, erstmal, der dachte vielleicht auch, also einige denken, dass man einfach mehr als 50% haben muss, so dass die Wahrscheinlichkeit, von den Chancen bei unserer Seite liegen, weil mehr als 50% ist, also wir gewinnen mehr als 50%. Das wäre im Prinzip richtig, nur wenn die Gewinne und die Verluste gleich wären. Das heißt, wenn man gewinnt, gewinnt man 100, wenn man verliert, verliert man 100. Und das stimmt leider nicht oder glücklicherweise nicht in dem Fall. Aber in jedem Fall, die Trefferquote sagt uns nicht, ob ein System gut oder schlecht ist, auf technische Gründe. Die Trefferquote sagt uns nicht, ob das System erfolgreich sein kann oder nicht. Das sind die anderen Zahlen. Wie viel hat es verdient und so weiter, Drawdown und so weiter. Die Trefferquote selbst ist nur ein Indikator für unsere Psychologie. Das heißt, wir nutzen ein System mit einer hohen Trefferquote, wenn wir denken, dass wir keine Verluste machen. Keiner mag Verluste. Aber wenn man wirklich nicht mag, die Trades in Verlust zu schließen, dann braucht man eine hohe Trefferquote. Sonst schmeißt man das System weg. Wenn man mehrere Verluste hat, dann verliert man einfach Geduld und man hört auf, das System zu folgen. Wie funktioniert das aber also? Nicht alle Systeme können eine hohe Trefferquote haben und nicht alle haben eine niedrige Trefferquote. Gibt es Grenzen? Nein, im Prinzip nicht. Aber unsere Psychologie muss uns sagen, welche Systeme für uns besser sind. Hier zeige ich zwei Performance-Reports. Die Zahlen, die Gewinne, Gesamtgewinne sind ungefähr gleich, würde ich sagen. Einer hat aber eine sehr gute Trefferquote, 75%, und der andere hat noch weniger als die Hälfte. Trotzdem sind beide erfolgreich. Trotzdem verdienen beide Geld. So, welches System würde ich wählen? Ich meine, ich oder generell einer, der über die Trefferquote sich Sorgen macht. Wollen wir eine hohe Trefferquote? Nehmen wir das Erste. Sind wir zufrieden mit einer kleinen Trefferquote? Das Zweite. Aber pass auf! Die Systeme sind eigentlich ganz anders gebaut. Um eine hohe Trefferquote zu haben, braucht man irgendwie, es ist notwendig, sehr, sehr breite Stop-Losses. Wenn man knappe oder niedrige Stop-Losses nutzt, dann hat man natürlich das Problem, dass man oft aus dem Markt geschmissen wird. Und das heißt, man hat sehr viele, obwohl kleine Verluste. Aber die sehr viele Verluste bringen die Trefferquote runter. Also, wenn wir mit den sehr vielen kleinen Verlusten nicht ruhig leben können, dann ist dieses System nicht für uns geeignet. Normalerweise, solche Systeme sind die Trend-Following-Systeme. Systeme, die oft im Markt reinspringen und dann sofort aussteigen, wenn die Richtung vom Markt nicht die richtige ist. Andere Systeme, normalerweise Counter-Trend-Systeme, die können mit breite Stoppsniveau arbeiten. Die müssen eigentlich, sonst wird die Natur vom System ganz gewechselt und das funktioniert nicht mehr. Aber die verdienen oft, weil wir mehr Zeit geben, die Position sich
zu entwickeln und so weiter. Was passiert aber in diesem System? In diesem System passiert, dass wenn man Verluste hatte, nicht oft, die Trefferquote ist hoch, aber wenn man Verluste hat und erlebt, dann sind diese Verluste ziemlich groß. Schauen Sie sich mal das System an, die Performance Report. In dem System mit 75% Trefferquote ist die maximale Verlustquote sehr hoch. Ich meine, ein Trade hat wirklich sehr viel verloren. Und auch die durchschnittlichen Verluste sind natürlich höher. Beim System mit einer niedrigen Trefferquote sind die Verluste klein und auch maximaler Verluste ist klein. Klein, ich meine klein im Vergleich zum anderen. Das bedeutet, dass wir wirklich denken müssen, will ich unbedingt Recht haben, das heißt, ich will immer Gewinne schaffen, dann muss ich mit einer hohen Trefferquote arbeiten. Ich brauche so ein System, aber ich muss wissen, dass wenn das einmal schief läuft, dann tut es wirklich weh. Es ist aber so, es gibt keinen Weg, dass man das vermeiden kann. Auf der anderen Seite, wenn ich nicht zu hohe Verluste erfahren will, wenn ich nicht in einmal x% von dem Konto zurückgeben will und so weiter, dann muss ich unbedingt mit einem System arbeiten, der kleinere Verluste hat. Aber in dem Fall wird die Trefferquote wesentlich niedriger werden und in meisten Fällen auch weit unter 50% sein. 30% oder 25% kann wohl sein. Es ist nicht, dass das erste System gut ist und das zweite schlecht oder das erste schlecht, das zweite gut. Nein, beide Systeme sind gut, wenn sie zuletzt im Schnitt Geld verdienen. Aber damit wir ein System wirklich nutzen können, müssen wir aufpassen, dass dieses System so arbeitet, wie es uns gemütlich anpasst. Wenn nicht, dann werden wir irgendwann das System nicht mehr richtig nutzen und wenn man keine Disziplin hat, dann hat man Probleme. Das war's, Leute. Wenn Sie Fragen haben oder sagen Sie mir in den Kommentaren da unten, welche Systeme Sie magen, welche Ansätze Sie am besten nutzen und so weiter. Ich bin da und ich werde auch gerne antworten und kommentieren. Und wenn Sie ein System haben, was 100% Trefferquote hat, dann senden Sie es mir bitte. Das werde ich sofort nutzen. Das war's, Leute. Bis nächstes Mal. Abonnieren Sie meinen Kanal. Ciao von Andrea Ungar.